Monster hier irgendwo noch vorhanden? Nö. Das ist gut. Und auf zur vorgefertigten Monsterfalle. Auf dass sie vollendet wird. So, bitte. Ich weiß nicht, ob das hier so die beste Position ist, aber ich lasse jetzt erstmal hier. Hier ist es soweit. Ach. Leitern. Die kann ich mir aber noch eben schnell erstellen. So. Hier drinne. Da drin möchte ich eh noch. Ich höre einen Zombie. Da kann ich ja mich. Auch nochmal die Suche machen. Die sind sehr nah hier. Aha. Das ist interessant. Aber okay. Die sind sehr nah. Danach werde ich mich noch auf die Suche machen. Irgendwas ist hier falsch. Hallo, hier in der Mitte ist nichts. Warum laufen die nicht in die Mitte rein? Ja, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich stelle erstmal die Leitern her. Vielleicht liegt es ja daran, warum es daran liegen sollte. Ich habe keine Ahnung. Für die Leitern benötige ich einige Sticks. So. Zwei Leitern reichen aber noch nicht. Ich benötige drei Leitern. So. Die drei Leitern nehme ich mir zur Hand und pack sie hier hin. Jetzt fließt es so rüber. Lag es vielleicht doch an den Leitern? Ich habe keine Ahnung. Wieder zwei Wasser nehmen. Die kommen allerdings erst kurze Zeit später zum Einsatz. Zuerst einmal muss hier noch Lava eingefügt werden. So, runter hier. Beobachten, ob das richtig funktioniert. Jo. Perfekt. Jetzt dort und dort ausfüllen. Das fließt bis hierhin. Ja, warum eigentlich nicht? Dann kann ich das auch noch hier so einmal abschließen, dass da wirklich nur die Sachen durchkommen und keine Monster, die da, die das komischerweise überlebt haben. Ups. So, und als nächstes begebe ich mich auf Sandsammelschaft. Denn ich benötige noch Sand. Hier ist ja schon einiges davon. Kann ich ja gleich was mitnehmen. Nein, ach Mensch. So ein klein bisschen nervig ist der Schnee teilweise doch schon. Vielleicht ziehe ich auch bald mal in eine etwas sommerlichere Gegend um. So, jetzt mal gucken, wie viel Sand. Das reicht noch lange nicht. Schaufel ist alle, aber ich habe ja noch. Damit kann noch mehr Sand geschult, geschäffelt werden, geschaufelt werden, was auch immer. So, aus dem bisher gewonnenen Sand kann ich mir ja schon mal. Ach ne, das waren jetzt die Sandstones. Fail. So. Neun weitere. War das ein Vogel?
Ich will es mal hoffen. Und noch mehr Sand sammeln. Denn wir benötigen die Sandstones, damit die Spinnen nicht aus der Falle herauskriechen können. Das wäre nicht so schön. So, hier ist noch Sand zum Abbauen. Wieder mal ein wenig craften. Na, Arm juckt. So. 30 Stück. Das reicht zwar noch nicht, aber ich kann ja schon mal anfangen, das so ein bisschen zu integrieren. Ich kann auch schon mal den Löwen anlocken. Du da. Soll ich nicht angreifen? Jetzt will das. Kann ich auch gleich mal ausprobieren, ob das soweit so was soll. Insofern der Löwe denn hier reinfällt. Scheiße. Ja. Löwe, komm mal her hier. Ich will nicht, dass ich noch später Probleme mit dir bekomme. Ich glaube, den Umgang mit der Falle muss ich noch ein bisschen üben. Haltvolle Geräusche. Du, jetzt fall hier mal rein. So weit, so gut. Er ist drinne. Und er ist tot. Soweit funktioniert das schon mal. Die Sonne geht unter. Schnell noch ein paar Sandstones adden. Zwei Lagen reichen, denke ich mal auch. Ich glaube, ich kann ja auch einfach hier frei machen. So ein bisschen. So. Ja, das wäre das. Denke ich nochmal hier rein. Hier ist zum Beispiel Leder vom Löwen schon mal. Ups, ans Mikrofon gekommen. Entschuldigung. Und dann kann ich ja mal gucken, ob ich hier den Ursprung der gar mysteriösen Geräusche finde. Zumindest so ein bisschen hier mal reinbuddeln. Mal nachfragen, ob hier jemand ist. Also ich höre ein Skelett, aber da ist Nacht geworden. Ich glaube, ich hatte mein Mikrofon kurz aus. Ich wollte sagen, ich glaube, ich höre ein Skelett, aber da es Nacht geworden ist, könnte es auch von draußen kommen. Also, sind das keine vertrauenswürdigen Angaben. Ich glaube, ich schließe mir das auch nochmal kurz hier ab. So. Damit ich hier nicht von hinten überrascht werden kann. Ein großer Leck. Ah, ich habe eine Höhle gefunden. Problem ist, ich höre einige Geräusche. Ich weiß jetzt nicht, was von draußen und was von drinnen kommt. So, wer hier? Die Höhle scheint nicht allzu groß zu sein, aber ich habe gerade jetzt keine Fackeln mehr. Da möchte ich ganz kurz gucken, ob ich mir noch was erstellen kann. Ja, kann ich. Das ist gut. Da habe ich jetzt noch mal 12 Fackeln. Bring ich hier noch eine hin.
weiter und dann geht's hier noch heftig. Aber das erkunde ich beim nächsten Mal. Ich gehe noch mal kurz in meine Zwischenstation hier bei der Monsterfalle rein. Sammel den Dreck ein. Und verabschiede mich für diese Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Auch wenn sich meine Stimme jetzt anders anhört. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, sie haben euch gefallen, die Videos. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und sage bis dahin, tschüss.